Herzlich willkommen zu Slotty Zockt. Wir spielen eine Runde Wer wird Millionär? Und zwar habe ich mir aus der Bibliothek ausgesucht die 1 Million und mehr Gewinner. Und ich möchte die Show spielen, die Fragen spielen. Das Eckhard Freise. Der gute Mann hat 1 Million D-Mark gewonnen und war damit der erste 1 Million D-Mark Gewinner. Dessen Sendung fand statt am 2.12.2000. Den werden wir auswählen. Eckhard Freise. Zeitlimit. Wähle ich ein Nein. Sieht man das? Mit jedem. Oh. Also ohne Zeitlimit. Und die riesige Variante lassen wir weg. Wir spielen nur mit 3 Joker. Dafür haben wir die 500 und die 16.000 als Sicherheitsstufe. Dafür nur 3 Joker, aber auf dem Eckhard Freise gab es damals nur sowieso nur 3 Joker. Los geht's. Bringen Sie diese Dinge in Reihenfolge, wie Hans im Glück sie in seinem Besitz. Ganz. Halbstein, Kuh, Gold. Goldklumpen zuerst. Aha. Okay. Peter Kreuter komponierte 1936 den Schlager Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Und Hummer, Huflattich. Nein, es war das Huhn. Wobei handelt es sich um ein Notsignal im internationalen Funkverkehr? Mayday, Downtown, Jet Set, Flower Power. Das ist Mayday. Wie heißt laut einem Märchen der Brüder Grimm die Schwester von Schneeweißchen? Flieder-Lila, Maisgelb, Rosenrot, Kornblumenblau. Das ist Schneeweißchen und Rosenrot. Er hat von Berufswegen mit dem Spritzenhaus zu tun. Gärtner, Krankenschwester, Feuerwehrmann, Konditor. Ja, die könnte es eigentlich alle 30, ne? Der Gärtner spritzt den Rasen, der Krankenschwester spritzt den Patienten, der Konditor spritzt die Sahne. Und der Feuerwehrmann löscht das Haus. Was ist die Amtssprache von Mexiko? Portugiesisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Da hadere ich immer zwischen Portugiesisch und Spanisch, aber das ist Spanisch. So, 500 Euro sind es immer. Unter welchen Namen sangen Wigald Boning und Oli Dietrich Lieder, die die Welt nicht braucht? Die Behämmerten, die Abgetreten, die Doofen, die Irren. Das waren damals die Doofen. Was ist ein Rebus? Kreditinstitut, Werkzeug, Weinstock, Bilderrätsel. Da dachte ich eigentlich, das schreibt man irgendwie anders. Schreibt man das nicht mit dem H irgendwo? Oh, das ist ein Bilderrätsel. Wie nennt man von Gletschern transportierten Gesteinsschutt? Moräne, Muräne, Morelle, Murnau. Tja, Moräne oder Muräne? Muräne ist der Fisch. Morelle, Murnau, Murnau ist die Stadt. Morelle. Ist die Kirche oder was ist das? Moräne. Muräne ist der Fisch. Was ist andersrum?
Muräne, Muräne. Ganz so weit ist der Fisch. Muräne. Ja, also, klappt doch. Welches deutsche Fürstenhaus organisierte bis ins 19. Jahrhundert die kaiserliche Reichspost? Fürstenberg, Schaumburg, Lippe, Hohenlohe, Thurn und Taxis. Das könnte alle vier sein, ja. Das ist scheiße, wenn man das nicht weiß. Ich tippe auf Thurn und Taxis. Ja, also. Wobei handelt es sich nicht um ein Insekt? Stechmücke, Wintermücke, Grasmücke, Kriebelmücke, Grasmücke, Vogel. Wie heißt das traditionelle Pferderennen in Siena? Calcio, Palio, Barolo oder Boccia? Bei den 50-50 Joker, ne? Dann gibt Calcio und Palio Strom. Das sind aber die zwei. Ende oder? Das ist die zwei Entscheidungen. Barolo und Boccia. Boccia ist das Kugelspiel. Barolo ist ein Wein. So, irgendwie was mit Rotwein zu tun. Calcio oder Palio? Calcio oder Palio? Calcio ist Stadt, oder? Palio. Ja, was sagst du? Achso, die 16.000 sind auch schon so. Okay. Was ist nach Mahon, dem Hauptstadt der Insel Menorca benannt? Marone, Mahagoni, Marihuana oder Mayonnaise? Kein Platz, Schema. 50-50 bringt mir auch nichts, weil ich die andere zwei nicht weiß. Publikum, weiß das Publikum sowas? Das ist jetzt die viertletzte Frage. Ich hab drei Joker nur noch. Scheiße. Publikum. D mit 58%. Mayonnaise. Okay, dankeschön, liebes Publikum. Welcher deutsche Boxer schlug im Juni 1952 den Ringrichter Max Pippow zu Boden? Peter Müller, Eckhard Dacke, Bubi Scholz oder Max Schmeling? Scheiße. Bubi Scholz oder Max Schmeling? Die anderen zwei kenne ich nicht. Telefonjoker. Was per Ausschlussverfahren würde ich Peter Müller sagen? Ach du Scheiße. Ja, verlasse ich mich darauf. Mit Telefonjoker. Peter Müller. Wo befindet sich der Hauptsitz der UNESCO? Brüssel, Paris, London oder Helsinki? Verdammte Scheiße. UNESCO. Ja, sind die zuständig? UNESCO. Normalerweise weiß ich sowas. Wo befindet sich der Hauptsitz der UNESCO?
Brüssel, Paris, London oder Helsinki? Tja, auch, ja, auch helfen Sie mir mal. Scheißen Dreck, das weiß ich nicht. Hab nur einen Joker, der bringt mir aber nichts. Fünfhunderttausend D-Mark. London und Paris. UNESCO. Ich tippe auf Paris. Ja. So, jetzt kommt die 1 Million Mark Frage. Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? Das war einer seiner Chappas. Wie heißt die? Nasreddin Hoxha, Nursey Pinzon, Tenzing Norgay, Abrinranath Singh. Tja, Singh ist Inder. Das hört sich eher nach Englisch an. Hoxha. Also ich meine, es ist die Erde. Tenzing Norgay. Ich meine, das aber in dem Zusammenhang schon mal gehört zu haben. Tenzing Norgay. Die 1 Million D-Mark-Frage des Ecking Freise, Eckhard Freise im Lars hinter. Tenzing Norgay. Keine Verbindung. Ja, das gibt's doch nicht. Scheißdreck. Ach, das wird jetzt googelt. Arschläge. Da. Deswegen stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest, will Moderator ja auch von seinem Kandidaten wissen. Die Antwortmöglichkeiten. A. Nasreddin Hoxha, B. Norsey Pimson, C. Tenzing Norgay, D. Abrinranath Singh. Frei sie da keinen Joker mehr hat, muss überlegen. Noch einen Moment, ist das jetzt hier, das kann nur Norgay sein. Norgay sein. So. Wie immer der das ergüstet. Ich weiß es nur durch so Quiz-Dinger. Ah, Hermes. So ein Schmue. Tja, da gehört nichts mehr. Also, die Million hat man auch geschafft. Die Million des Eckhard Freise, 1 Million D-Mark. Tenzing Norgay. Ein Abo wäre ganz lieb. Daumen hoch, Daumen runter. Das ist egal. Beim Daumen runter wisst ihr gern warum.
Und ansonsten wäre ein Kommentar ganz lieb. So, bis die Tage. Bis zur nächsten Runde Wer wird Millionär oder bei einem anderen Video auf meinem Kanal. Also, bis die Tage. Tschüss. Nice.